Kurze Frage, haben wir Friseure hier? Ist noch irgendein Assi da? Wollt gerade ein Abo? Doch nicht. Du wolltest auch melden eigentlich gerade? Ja? Ja? Du bist auch? Ja? Wie lange? Du? Wie lange schon? 15 Jahre. Okay, ja. Wie lange bist du? Wie lange? Du bist in der Ausbildung. Lass es bleiben! Nein, Spaß, nein. Ich liebe den Job, wirklich. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Für mich zum Beispiel waren Beratungsgespräche immer ein Highlight. Vor allen Dingen mit Männern war es immer am coolsten. Wenn ein Mann fragt so, und was machen wir Schönes? Oh, schnell. Okay, ja, das kriege ich hin. Wie schneiden wir es denn? Kürzer. Ich war mehr so der Langschneidetyp, ne? Das war eher so mein Fetisch. Ich habe das gerne andersrum geschnitten, so. Ich so, hast du denn eine Idee im Gegensatz zum letzten Mal? Einfach kürzer schneiden. Bei manchen Männern merkst du am dritten Satz, ist nicht die hellste Strähne in der Alufolie. Ist nicht viel zu holen, ja. Und deswegen, ich muss kurz fragen, seit 15 Jahren, bist du gerade wach geworden oder was? Seit 15 Jahren, magst du das, wenn Leute Bilder als Vorlage zum Friseur mitbringen? Nein. Nein! Und genau mit dieser nein, das ist genau das Ding, das mögen viele Friseure nicht. Ich verstehe das nicht, ich finde es großartig, weil das Ding ist nämlich folgendes. Du weißt ungefähr, das als Beispiel, der Kunde kommt an und sagt, er hätte gern den Buchstaben A. Es ist ja unsere Aufgabe zu fragen, welches A? Groß, klein, türkisch, russisch, gelb, grün, blau. Es gibt sehr viele verschiedene A's. Wenn die Leute mit dem Bild kommen, weißt du, wird ein scheiß A. Und genau das ist der Punkt. Deswegen mache ich das auf der Bühne und erkläre das halt auch. Ein Tipp von mir, wenn ihr Bilder mitbringt, lasst die Kirche auch im Dorf. Wenn ihr Haare haben wollt wie Cindy Crawford, kommt aber selber mit einem Grundkonzept von Cindy aus Marzahn an. Leute, ich habe zwar einen Zauberstab da unten, aber der ist nicht dafür gedacht. Ja, das ist... Ah, Peniswitze funktionieren. Sehr schön. Sehr gut. Ja. Ich habe zum Beispiel das schönste Beispiel mit diesen Bildern, habe ich von einem Typen. Er kommt rein, legt mir ein Bild hin. Von David Beckham. Oberkörperfrei. Ich gucke ihn da nicht so, Kollege, und jetzt? Ich hätte gerne eine Empfehlung. Ich so, wofür, Alter? Keine Ahnung. Die Frau ist aus den 90ern, glaube ich, aus einer Girlband. Unterwäsche, H&M und Calvin Klein und Fußball hat er gespielt, das weiß ich. Was willst du sonst noch wissen? Ja, nee, wegen den Haaren. Digga, du siehst aus wie ich. Du hast 6 Haare in 3 Reihen, Kollege. Was soll ich anstellen? Außer nach links kämpfen vielleicht. Keine Ahnung. Das ist manchmal, das ist schwierig zum Beispiel. Aber bei dem Typen war es zum Beispiel so, er hatte zumindest einen Bart. Ja, das war so ein bisschen Frisurersatz. Ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht hier oben, diese kleine Kiwi hier. Das ist ja einfach runtergerutscht. So. Ja, und jetzt mal für die Ladies, die zu Hause auch so eine kleine sexy Pelzkugel sitzen haben. Einfach mal am Wochenende einen Sticker nehmen. Am besten von der Kiwi. Und wenn der Alte auf der Couch liegt, einfach mal hin. Und dann ganz romantisch rüber gucken. Ich hab Bock auf was Süßes. Leute, das könnte ein Vorspiel werden. Oder eine Schlägerei, wenn Fußball läuft. Es kommt drauf an.